Nun wird es ernst für Vicky, Sito und Campino. Das erste Turnier steht an und sie starten mit beiden Pferden das erste Mal in der Klasse A im Stilspringen. Und auch Barkley und Selina mit ihrem Nachwuchspferd ist mit dabei. Ja, heute geht es wieder aufs Turnier, aber diesmal nicht so einfach mit dem Anhänger und so, sondern mit Protzi. Bin ich schon super, super gespannt, ob Protzi das überhaupt alles mitmacht. Aber ich habe gestern schon alles fertig gemacht, eingeflochten. Was ist gesagt, meine Mutter hat die Sachen alle eingepackt und sauer gemacht. In der Zeit habe ich die Pferde eingeflochten. Ja, sauer machen bringt noch nicht viel, weil bei Tito sieht man jetzt schon, ich muss heute Morgen die ganze Mähne wieder neu einflechten, weil Joey und Tito ja immer so miteinander sind. Und Joey zieht dann alle Zöpfe immer raus. Das war nicht so gut. Und Joey macht auch immer die Türen auf. Das ist ja eigentlich für Tricks toll, aber sonst ist das, glaube ich, nicht so gut, weil Joey schnappt Sito auch echt das Futter weg, weil Sito will Joey keinen Anpasser geben. Aber ich glaube, ich hole die beiden jetzt erstmal und dann gucken wir mal. Heute darf nämlich der Kameramann den Protzi rausfahren. Ich habe das ja auch schon mal gemacht, aber damit das alles ein bisschen schneller läuft, darfst du den gerne rausfahren. Finde ich nicht nett? Super nett. Ich putze gerade Campi, weil der ist als erstes dran im E-Springen. Und das ist um 9. Das heißt, das ist gerade, ich würde mal schätzen, 6.12 Uhr. Wir müssen um 9:30 los. Das heißt, wir haben ja 15 Minuten. Na dran. Die Mathe-Nachhilfe scheint dir doch was zu bringen. Das geht auch so nicht. Das nächste Mal. Ich muss jetzt ganz schnell zu L&M kommen, weil da sind die Turniere so wie beim A jetzt mit Zito und Campi. Campi geht auch das A. Um 13 Uhr. Das ist schon ein bisschen entspannter. Nicht so dicht dahinter. Gut, Sito. Zack. Sito will dann doch lieber zu Hause bleiben. Nein. Durch. Super. So, hallo Campi. Was machst du hier denn für ein Loch? Kannst du mir das mal verraten? Hm? Ja. Alleine die Vorbereitung für den Transport dauert seine Zeit. Bei zwei Pferden dann auch gleich die doppelte. Ohne die sogenannten TTs oder bei den bekannteren Reiten jetzt auch die Grooms ist das gesamte Vorhaben kaum zu stemmen. Wenn die erste Prüfung dann auch schon früh morgens beginnt, heißt es für alle verdammt früh aufstehen. Jack und Joe drehen schon wieder durch und spielen. Versuchen Konrad und Happy zu animieren, aber die alten Glieder wollen noch nicht so. Oh. Meine alten Glieder wollen auch noch nicht so. Das ist schon unter meiner Jacke. Aber dann haben wir vielleicht von einigen den gewünschten Stummfilm. Ja, gleich geht's los, Sito. Ja, das ist ganz krass. Also die Pferde merken das natürlich. Ich denke auch eine innerliche Aufruhr von Vicky. Verhalten sich ein bisschen anders als sonst. Es ist jetzt ungefähr 6 Uhr in der Früh. Wohlverdientes Wochenende, wo man eigentlich ausschlafen kann. Ja, was man aber nicht so alles als Eltern macht. Ich muss wirklich sagen, es ist mir heute Morgen bewusst geworden. Ich sehe ja immer viele Eltern mit ihren Töchtern, mit ihren Söhnen, auf dem Turnierplatz, auf dem Fußballplatz, was es auch alles für Sportarten gibt. Und ich muss sagen, ich finde es total klasse, dass sich wirklich Eltern die Zeit dazu nehmen, weil irgendwie ist das doch auch Förderung. Es ist ein bisschen Wettkampf dabei, der ist häufig sehr verschrien. Ich persönlich finde es super, weil wie soll man denn Ehrgeiz kriegen, wenn man sich nicht in einer gewissen Art und Weise messen kann, Erfahrungen sammeln kann und vielleicht sogar Freundschaften sich dadurch schließen oder sich Teams zusammenfinden. Ich finde es einfach toll. Ich wäre heute gerne ein bisschen länger liegen geblieben, aber nun gut, das machen wir dann morgen. Jetzt müssen wir erstmal los. Aber es geht noch.
super. Es ist nicht mehr so, dass meine Beine zittern. Wollen wir jetzt einmal gucken? Ja. Ja, wir sind gerade angekommen. Das sieht hier super, super schön aus. Ein richtig toller Sandplatz. So Ebbe und Flut, hat der Kameramann gerade eben gesagt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Wir haben erstmal die Klappe aufgemacht. Ich habe trotzdem einmal oben dieses Ding, was immer so schwer zugeht, einmal zugemacht, damit, wenn, ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass unsere Pferde irgendwie ausbrechen wollen. Aber wir gucken jetzt erstmal uns den Platz an. Oh oh, wenn die da langlaufen, kommen die nicht an. Moin! Vielleicht ist das jetzt noch für die Ponys und wird dann für die Pferde. Weil, guck, da ist ein Kreuz mit einer Kratzspange. Guck mal, Vicky! Jetzt ist alles zu spät. Wie, du gehst an den kleinen Einhörnern vorbei? Nein! Nein, guck mal! Moin, moin! Moin, moin. Guck, oh, herrlich! Guck mal, die, oh, dieses Pferd. Ach, guck mal. Als kleine Warnung für alle, die noch mit dem Gedanken spielen, in den Reitsport einzusteigen: Reiten ist ein reiner Geldvernichtungssport. Und wer vielleicht mit diesem Wissen jetzt ein kleines Vermögen machen möchte, der sollte vorher ein großes gehabt haben. Alles gut, kannst du ruhig machen. Ja, ja, ich komme sofort, Ja, richtig schön. Vicky und ich haben schon eine kleine Shoppingmeile entdeckt. Wunderschöne Sachen, habe ich vorher noch nicht gesehen. Super Stiefletten, genau mein Ding, blau-braun, irgendwie designermäßig. Ganz viele süße Sachen, finde ich toll. Nach Vickys Start kommen wir hier erstmal hin und gucken. Sie hat jetzt gerade erstmal schon mal eine Spange mit so einem Duttnetz, damit ihre ganzen langen Haare nicht durch die Gegend wehen. Ich bin gespannt, ob die da reinpassen. Die sind meistens viel zu klein für ihre dicke Wolle. Und dann kommen wir hier wieder her. Vielleicht hat sie sich ja was verdient. Wissen wir ja nicht. Gucken wir mal. Ja, ich habe den Zito das ein bisschen versüßt, jetzt wo Campi hier runterkommt. Er hat oben Hafer, er hat Müsli. Und dass er einfach so dieses Runtergehen und Weggehen von seinem Kumpel oder der Kumpel geht von ihm weg, einfach auch mit was Angenehmem verbindet. Ich hoffe, die Rechnung geht auf. Ja, Sonne kommt, richtig schön. Noch ist es aber mega kalt für mich. Ich bin noch dick eingepackt. Ich glaube, Campi findet das hier total toll. Gras fressen, ganz entspannt. Auf dem Parcours, also auf dem Turnierplatz, findet gerade die erste Prüfung statt. Glaube ich zumindest, dass es die erste ist. Ja, und wir machen Campi natürlich auch fertig. Vicky baut gerade das Gebiss um. Er hat ja für das A-Stilspringen ein Pelham drin, genauso wie Sito. Und im E-Spring ist das nicht erlaubt. Und normalerweise wäre ja Vicky mit Sito auch hier im E-Spring genannt. Aber dadurch, dass der sich beim Springen ziemlich heiß macht, weswegen wir ihn ja eigentlich auch übernommen oder übernehmen durften, übernehmen konnten, weil das halt einfach wirklich ganz schwer zu handeln ist. Wenn er sich festmacht und nach vorne gehen will, dann ist er wirklich so stark, dass er einen versucht, wirklich über den Sattel, über den Hals nach vorne zu ziehen. Das ist das, was Svenja von ihm kennt, was die Selina von ihm kennt. Und da haben wir so ein bisschen rumprobiert. Und ich habe dann letztendlich mich dazu entschieden, Vicky eine Notbremse an die Hand zu geben. Und wir haben das ganz schön geübt, weil bei dem Pelham kann man einmal oben in dem normalen Trensengebissring Zügel einhängen. Und dann kann man natürlich noch einmal unten in den letzten Ring Zügel einhängen und hat eine Hebelwirkung. Ähnlich wie bei einer Kandare in der Dressur. Und was wir jetzt halt gemacht haben, ist, dass wir wirklich mit, ja, im Grunde genommen vier Paar Zügeln, also im geschlossenen Zustand mit zwei Paar Zügeln geritten sind, konnte Vicky wirklich lernen, diesen Hebel nur zu benutzen, wenn sie ihn braucht. Das heißt, man kann den unteren Zügel durchhängen lassen und nur auf Trense reiten. Und man kann aber auch in schwierigen Situationen den unteren Zügel dazu nehmen. Und das war natürlich eine Riesenhilfe für sie. Leider ist aber auch das auf dem Turnier nicht erlaubt,
die jungen Reiter, die werden wirklich gezwungen, sage ich mal so, mit einem schärferen Gebiss zu reiten. Und das ist etwas, was mir von der Logik her überhaupt gar nicht gefällt, weil wir dürfen jetzt nicht mit diesen zwei Paar Zügeln reiten und den Hilfszügel nur in Notsituationen benutzen, sondern wir müssen ein Verbindungsstück dazwischen setzen, das wirklich beide Ringe belastet werden, egal ob man sie braucht oder nicht. Und das finde ich persönlich relativ unlogisch, weil ab M-Spring oder ab M2 Sterne darf man wieder mit zwei Paar Zügeln reiten. Da darf man also sensibler reiten. Und das ist etwas, das finde ich ganz traurig. Das macht uns ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir den Hebel gerne nur nutzen würden, wenn es auch gefragt ist und ansonsten ganz normal auf Trense reiten möchten. Aber nur die Trense, das ist mir echt zu gefährlich, weil wenn er losgeht, dann hält ihn auch keiner mehr. Und das ist etwas, ja, da müssen wir halt einfach nach den Regeln spielen, das ist so. Und Vicky hat aber ordentlich gelernt, dosiert das Ganze einzusetzen, sodass es halt wirklich nur in schwierigen Situationen, hoffe ich, da zur Einwirkung kommt. Und jetzt bin ich erstmal gespannt. Warm zu machen, dann Parcours abgehen und dann quasi fängst du mit Svenja wahrscheinlich an zu sprechen. Sei denn, die ist vorher da. Kommt Svenja für Campi auch? Sie kommen jetzt, die sind unterwegs. Ah. Ich reite Campi gerade warm. Also was heißt warm reiten? Ich reite ein bisschen Schritt, denn ich habe noch ziemlich viel Zeit eigentlich. Es ist gerade noch eine andere Prüfung dran. Und dann gehe ich gleich fürs Tram und galoppieren auf dem Abreißplatz. Heute als Trainingsrunde eine Wertung, aber versucht genauso weiter zu reiten, dann werdet ihr noch sicherer. Vor der Prüfung geht es erstmal auf den Abreiteplatz, um das Pferd aufzuwärmen und sich bestmöglich auf den Parcours vorzubereiten. Zu viel sollte man dann aber auch nicht machen. Ansonsten ist das Pferd schon kaputt, bevor es losgeht. So schön. Ja, ich kann mega entspannt sein. Bin ich auch. Ich freue mich gleich schon. Ich bin überhaupt keine Einkaufsqueen. Aber das Geschäft, das fand ich voll toll. Da hatten die wirklich richtig schöne Sachen. Und was ich total toll finde, ist, sie kam gleich auf mich zu, wusste, was sie im Laden hat, hat gleich gesagt, huch, was macht ihr denn hier? Kameramann gleich mit Kamera da drauf. Man musste sie ja erstmal aufklären. Ja, und ich kann so entspannt sein, weil Svenja ja gleich kommt und das Springen mit Vicky macht. Das musste ich ja sonst machen. Und ich kann jetzt völlig chillen. Finde ich gut so. Vielleicht muss ich Svenja anstellen. Als Blum wäre sie ja eigentlich dann überqualifiziert. Muss ich mir einen anderen Job ausdenken. Mal gucken. Solange Vicky Springtrainerin noch nicht eingetroffen ist, fängt Ariane schon mal an, Victoria und Campino aufzuwärmen. Svenja Hempel hatte angeboten, Vicky auf ihrem ersten Turnier Beistand zu leisten. Nicht zuletzt, weil sie nach den Trainingseinheiten mit ihr auch sehen möchte, woran sie für die nächsten Turniere noch arbeiten müssen. Eine sehr nette Geste von Svenja. Das geht natürlich nicht immer, da sie selbst aktive Turnierreiterin ist und sich natürlich erstmal um ihre eigenen Pferde kümmern muss. Ja, Parcoursbesichtigung. Ich finde es richtig gut. Irgendjemand hat gerade gesagt, sie dürfen mit Pferd arbeiten. Das ist natürlich top. In manchen Prüfungen der unteren Klassen oder speziell für junge Pferde ist es erlaubt, den Parcours zusammen mit seinem Pferd zu besichtigen. Und auch Barclay nimmt an derselben Prüfung wie Victoria und Campino teil. Der schneeweiße Schimmel war vor 2 Jahren auf Hof Eicheneck, weil er für seine Besitzer vom Boden aus nicht mehr zu handeln war. Das hat sich seither erledigt und sie sind froh, dass sie damals den Weg zu Ariane auf sich genommen haben.
Die Parcoursbesichtigung mit Pferd, es ist für alle natürlich nicht nur eine schöne Möglichkeit, die Reihenfolge der zu überwindenden Hindernisse auswendig zu lernen, sondern vor allem auch, den Pferden den Platz schon mal zu zeigen, damit sie dort an bestimmten Stellen in der Prüfung nicht scheuen oder gar nicht erst an die Sprünge rangehen wollen. Das ist auch eine besondere Herausforderung für Pferd und Reiter, auf einem fremden Platz über noch nie gesehene Hindernisse zu springen. Waldflug mit dem Pony Carbonie. In modernen Meldestellenverfahren kann man Online-Turnierprüfungen nennen und auch die Starterlisten einsehen. Hier in Höfen ist es sogar möglich, via Smartphone zu verfolgen, wann man genau dran ist und wie die vorhergehenden Starter abgeschnitten haben. Svenja und Vicky schauen sich hier also nicht die neuesten Eicheneck-Videos an, sondern sind voll bei der Sache. Und während Vicky noch mit Svenja trainiert, heißt es für Barclay schon startfrei. Kurz darauf ist Vicky auch schon dran. In den meisten Prüfungen ist es erlaubt, bereits auf dem Platz zu reiten, wenn der vorige Reiter schon in der Prüfung ist. Man darf ihn dann nur nicht im Weg stehen. Kann aber in Ruhe nicht nur den Parcours nochmal durchgehen, sondern sein Pferd auch an die Atmosphäre des Platzes und an die Zuschauer gewöhnen. Diesen Vorteil sollte man sich als Reiter möglichst nicht entgehen lassen. Zudem findet so der Wechsel zwischen den einzelnen Startern schneller statt und die Turnierveranstalter geraten nicht so schnell in Zeitverzug. Für den Reitenfahrer Menschlein gestaltet er sich zu der Felgen mit Akkastin. Ein gelungener Auftakt für das erste Turnier nach der Winterpause. Die beiden haben viel dazugelernt. Ein ganz anderes Bild als noch im letzten Jahr. Ja, ich bin richtig stolz. Ich konnte super entspannt sein, weil ja Svenja die Vorbereitung übernommen hat. Und ich konnte mich da wirklich hinstellen und genießen. Ich bin mega stolz auf meinen Hund, auch auf Campi, dass sie das so souverän gemacht hat. Aber ich glaube, die ganzen Details und die ganzen Feinheiten, ich glaube, das wird das erzählen. Ja, ich bin sehr, sehr stolz. Super gut gemacht.
Wir hatten Vicky letztes Mal einmal mit zum Turnier und da hat sie, glaube ich, schon eine Menge mitgekriegt, wie wir das so machen. Und das hat sie heute gleich total gut umgesetzt, auf dem Abreiteplatz schon kurz und knackig abgeritten. Und dann war sie schon total souverän und sicher, ne? Oder? Ja. Und dann sind wir im Parcours. Fiel sie kurz in ihr altes Muster zurück von 1 zu 2. Da musste ich einmal schnalzen. Hat sie sofort umgesetzt. Naja, dann war es einfach eine Top-Runde. Also sehr, sehr gut. Das heißt für dich jedes Wochenende Turnier. Du brauchst du selber gar nicht mehr reiten. Ja, es ist schon schwer. Oder du nimmst unseren LKW und nimmst die immer mit. Ja, da können wir drüber reden. Aber Svenja will nicht so gerne auffallen, glaube ich. Deswegen würde sie mit dem LKW nicht fahren. Ja, wer weiß. Da kommt noch. Da musst du noch einen passenden Anhänger hinter. Dann gucken. Mit Stall, Frerix, Hempel, Hempel, nee, Frerix. Genau, Hempel und Frerix. Ja, super. Ja, der Chef muss immer nach vorne. Genau. Also, es war richtig, richtig gut. Es war auch gar nicht mehr dieses, dass ich im Parcours vergessen habe zu reiten, ne? Sondern bei 1 auf 2, da war es einmal wieder sehr langsam und wieder so, ja, ich bin wieder so krumm geworden. Und dann hat Svenja einmal geschnalzt und dann war Kampi aber auch oben. Und dann habe ich noch das Bein zugemacht und dann ist er auf 3 ziemlich los. Aber dann war es richtig, richtig gut. In der Distanz auf, was war das, 6-7, habe ich einen mehr geritten, weil ich hatte so einen schönen Fluss und den wollte ich jetzt nicht durch einen kleinen Ruckhaus oder so unterbrechen. Und dann dachte ich einfach, ja gut, spring auf groß ab. Und wie sich das gehört, wenn man im E-Springen so richtig abgesahnt hat, dann muss man natürlich für die Helfer auch die Korken knallen lassen. Und die Leiterin Victoria Kelgen mit der Campino, alle dabei mit einem Hochschulisolero. Also wir haben jetzt zwischen den Prüfungen ein bisschen Zeit, bis das A-Springen kommt. Denn das A-Springen wurde getrennt, das läuft gerade. Genau das gleiche A-Springen, aber weil so viele Teilnehmer da waren, ist das einfach getrennt. Ich glaube, das sind 68 Starter oder so. Und deswegen haben Mama und ich uns gedacht, dass wir jetzt einfach mal shoppen gehen. Also, ich konnte leider nicht vorbeigehen. Es war gerade nichts los und ich habe gedacht, ich kann anprobieren. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Jetzt kriege ich einen auf den Kessel. So, ich habe jetzt 2 super tolle Stiefletten. Ich finde sie beide totschick und kann mich nicht entscheiden. Die da? Dann nimm doch am besten gleich beide. Weil egal, was ein Mann in dieser Situation nun antworten würde, es ist sowieso nicht das Richtige. Jetzt haben wir ein Problem. Ich müsste sie denn beide nehmen. Das stimmt. Die rechten sind nicht für Pferdekram geeignet. Aber vielleicht für Tutorials auf der Stallgasse. Nein. Okay. Also nehme ich die. Ich nehme die. Das hat dann schon mal die Hälfte gespart. Ja, die Idee war einfach, ein Gummigebiss zu nehmen. Ich bin überhaupt gar kein Fan davon. Aber der Happy, der klackert immer so. Und gerade im Urlaubsvideo hört man immer klack, 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 klack. Und ich hatte die Hoffnung, dass es hiermit nicht so doll klackert. Man könnte jetzt natürlich Nasenriemen und Sperrriemen ordentlich eng machen, sage ich. Den könnte er ja auch nicht mehr klackern, aber das will ich auch nicht. Guck mal.
Ja, habe ich auch gesehen. Und ich habe aber auch welche. Ach so, du hast hellblau, ne? Ja. Ich habe auch die glitzernden in Petrol gesehen. Aber ich bin ja das in hellblau. Ja, das passt aber besser zur Schabracke. Ja, das, ja. Bescheidene Leute machen eben nur kleine Haufen beim Einkaufen. Ist auch gut, wenn du so ein blaues Pad dafür hast, weil du hast jetzt grau drunter. Schau mal. Und stets aufpassen, wenn sich ein hinterhältiges Küken von hinten nähert und womöglich eine Situation ausnutzt, wo das Leittier gerade nicht richtig zuhört. Mancher unnützer Kram ist aber ja auch einfach zu süß. Da wird dann auch schon mal der Kameramann schwach. Ja, alle haben sich ja gewünscht, ne? Ich soll einen Spring reiten. Ich reite jetzt schon mal ab fürs A-Stil und kurz vorher ziehe ich mich noch mal eben um, weil so kann ich da ja nicht hin und das kann dann ja jeder begutachten. Wenn es schlecht läuft, dann bin ich die mit dem anderen Pferd. Vorausgesetzt, sie wird vorher vom Platzwart nicht über den Haufen gefahren. Der gibt sich alle Mühe, so vorsichtig wie es geht, bloß kein Pferd aus der Ruhe zu bringen. Ja, hier muss man aufpassen, dass man nicht entfahren wird. In den niedrigeren Klassen sind ja auch kaum Kinder unterwegs. Daher kann man auch davon ausgehen, dass sie alle ihre Pferde gut im Griff haben. Vicky startet in der nun folgenden Stilspringprüfung nicht nur zum ersten Mal mit Zito auf einem Turnier, sondern überhaupt das erste Mal in der Klasse A. Und das dann auch mit Campino. Da ihr zum Pferdewechsel nicht viel Zeit bleibt, macht Ariane Campi schon mal warm. Der Weg zum Turnier lohnt sich natürlich mehr, wenn man mehrfach in einer Prüfung oder zumindest an einem Tag starten kann. Das bedeutet dann aber auch mehr Stress für das Bodenpersonal und natürlich dem Reiter. So, jetzt sind wir gerade den Parcours abgegangen und ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr netter Kurs und wollen wir gleich mal gucken, was Vicky draus zaubert. Für das Ergebnis sei auch einmal diejenige gelobt, die das alles möglich gemacht hat und ihre Freizeit dafür opfert, mit Vicky, Zito und Campino zu trainieren und die Pferde gesund und motiviert zu halten. Eine super Runde für Zito und Vicky. Viel Zeit zum Freuen bleibt jedoch nicht, da sie gleich schon wieder auf Campino startet. Schnell noch ein paar Sprünge und dann geht's los. Vicky will sich heute besonders anstrengen, weil auch ihr Vater zum Zuschauen gekommen ist. Kino mit Victoria Telgen, Mens Lake hier am Start, die 154. Thank you.
ja, nicht ganz glücklich, der Auftakt, dann eins so ein bisschen aufwendig und so ein bisschen aus der Balance geraten, dann so ein bisschen Zeit gebraucht hier in Victoria Tilgen, um Rhythmus und Gleichmaß zu finden in der Gesamtverwertung heute in diesem Programm. Wir müssen den Sand ausgleichen der Kombination. Eins und zwei war ein bisschen groß und dann war es eigentlich sehr gut. Erste Mal A springen, sagt sie, und so eine Runde, das muss man erstmal hinkriegen mit dem Pferd, was nicht ganz so einfach ist. Und der andere war ja tipptopp, also besser geht's nicht. Kann mich nicht beschweren. Ja, mich mit dem Bier zu sehen oder ein Alster, das heißt also, es hat gut funktioniert, wir sind richtig zufrieden. Sieht du das erste Mal heute mit Vicky, da hatte sie, glaube ich, richtig ein bisschen Muffensausen, aber es war ganz, ganz toll, 7,8. Ja, es hieß, die Steigbügel könnten ein bisschen kürzer und mehr habe ich, glaube ich, gar nicht verstanden. Und mit Campi war das auch richtig gut. Campi wollte die ersten zwei Sprünge nicht, das hat man richtig gesehen. Und letztes Jahr hätte er Vicky da auch noch rausgekickt. Aber dieses Jahr ist Vicky stärker im Reiten, ist selbstbewusster an die Sache rangegangen und hat gesagt, nee, 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 Campi, dieses Jahr nicht. Und dann war es richtig, richtig ganz toll. Ich bin zufrieden, wir können jetzt nach Hause fahren, wenn das alles. Ja, die Runde, die war richtig gut. Eins auf zwei war ein bisschen sehr groß, aber danach ging es eigentlich richtig gut weiter. Trotzdem noch eine 7,1. Und ich glaube, mit Zito bin ich noch platziert. Und weil Zito schon abgezäumt ist und Campino noch alles drauf hat, nimmt sie kurzerhand für die Siegerehrung Campino mit. Von dem Zito und Victoria Tilgen bei dem Fahrverein Menschlag Nummer 8. Campino ist das jetzt ja auch schon gewöhnt, mit einer Schleife am Kopf, hier um die Runde zu ballern. Der Bodenbeauftragte gibt wieder Vollgas und Ariane und Vicky versorgen die Pferde. Bevor es nach Hause geht, wollen sie sich aber noch den Ritt von Zitos Besitzerin Celina anschauen. Sie startet im L-Springen mit ihrer jungen Nachwuchsstute Shakira und ist selbst ganz gespannt, ob sie es mit ihr durch den ganzen Parcours schafft. Ein sehr gutes Ergebnis für das erste Mal auf so einem Turnier mit einem jungen Pferd. Ja, für uns geht's jetzt nach Hause. Ich mache alles zu. Hier fahren jetzt ganz andere Geschosse auf, sind aber auch ganz andere Prüfungen. Das ist ja ein wirklich weit bereistes Turnier, wo sie von überall herkommen. Das sind aber auch Top-Bedingungen, muss ich sagen. Ja, und für Vicky ganz, ganz toll mit Zito zum allerersten Mal nach so einer kleinen Eingewöhnungszeit.
Und jetzt rauschen wir los. Close your eyes with me.